Hier an Donau und Iller treffen sich die beiden starken Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Zentral gelegen in Süddeutschland am Schnittpunkt wichtiger Autobahnen. Den nächsten Flughafen erreichen Sie in 30 Minuten. Ein idealer Platz zum Leben und Arbeiten in der Innovationsregion Ulm. Über 500.000 Menschen leben in dieser Region mit besten Aussichten. Nicht allein vom höchsten Kirchturm der Welt. Die Region der Denker und Tüftler bietet ein hohes Beschäftigungsniveau in einem breiten Branchenspektrum mit einer weit überdurchschnittlichen Arbeitsproduktivität. Die Innovationsfähigkeit belegt europaweit einen Spitzenplatz. Wo andere Urlaub machen, liegt eine der wachstumsstärksten Regionen Deutschlands, in der es sich gut leben lässt. Der Beweis: Unter 97 Bewerbern in Deutschland wurden wir zur Wohlfühlregion Nummer 1 gewählt. Leben und Arbeiten mit kurzen Wegen und jeder Menge Mehrwert in Sachen Kunst und Kultur, aktiver Freizeit und Lebensqualität. Die Menschen haben mehr Geld in der Tasche und sie sind im Durchschnitt jünger als anderswo. Jung bleiben, das ist hier keine Kunst. Der sagenumwobene Blautopf in Blaubeuren ist ein beliebtes Ausflugsziel. In früheren Zeiten war er quasi das Kraftwerk der freien Reichsstadt Ulm. Mit dem Wasser von Blau und Iller begann vor 150 Jahren die Erfolgsgeschichte der Industrialisierung der Region. Und das ist daraus geworden. Metallverarbeitung. In allen Größen, in allen Arten, in allen Formen. Stets aber in höchster Präzision. Tradition und Innovation sind bei uns zu Hause. Zum Beispiel Konrad Dietrich Magirus, Mitbegründer des deutschen Feuerwehrwesens. Heute kommen aus Ulm die modernsten Feuerwehrdrehleitern der Welt. Viele bekannte Marken gehen aus der Region in alle Kontinente und das seit Jahrzehnten. Stark entwickelt ist der Maschinenbau. Vom Weltmarktführer bis zum Hidden Champion. Kompetenz, wohin man sieht. Die Nutzfahrzeugproduktion ist prominent vertreten und bildet ein eigenes Cluster. Vom Pistenbully über schwere Lastkraftwagen bis zu den weltgrößten Mobil- und Raupenkranen. Zahlreiche Zulieferer runden dieses Kompetenzfeld ab. Innovationskraft, Qualität, Verlässlichkeit. Dieses Denken und Handeln zeichnet die Firmen der Region aus. Top Class eben, wie die bekannten Setra-Reisebusse aus dem Hause EFOBUS. Mobilität braucht Logistik, Logistik braucht Mobilität. Die Innovationsregion Ulm liegt am Schnittpunkt der Autobahnen A7 und A8 und verfügt über eine ganze Reihe kompetenter Logistikfirmen. Warehousing und ausgeprägte Branchenlösungen sind am Platze. Kurz, wir haben Logistikspezialisten für alle Fälle. Just in time. Das gilt auch für die Deutsche Bahn und ihr Containerterminal direkt an der Autobahn in Ulm-Dornstadt.
Healthcare und Life Sciences. Ein dritter starker Bereich mit dem Fokus auf Medizintechnik, Pharmaproduktion und Biotechnologie. Die Bioregion Ulm ist zur zweitstärksten Pharmaregion Deutschlands aufgestiegen. Grundlagenforschung, hochentwickelte Verfahrenstechnik, rationelle Fertigung. So entstehen neue Wirkstoffe und eine breite Palette hochwertiger Arzneimittel für den Weltmarkt. Boehringer Ingelheim, Rentschler, Pfizer oder Ratiopharm. Renommierte Namen in der Bioregion Ulm. Für die Gesundheit arbeiten und dabei gesund leben. Das passt zusammen. Ulm wurde als gesündeste Stadt Deutschlands ausgezeichnet. Und darauf stoßen wir jetzt mal an. Alle reden von Lebensqualität. Wir haben sie. Kurze Wege, ein breites Schulangebot, eine internationale Schule und attraktive Bildungszentren mit eingeschlossen. Bezahlbare Mieten, finanzierbare Häuser, das alles macht den Unterschied zu den großen Ballungszentren. Mit dem Fahrrad zur Arbeit, bei uns ist es möglich. Und dieser Herr erblickte 1879 in Ulm das Licht der Welt. Es ist eben vieles relativ. Womit wir beim Thema Wissenschaft angekommen sind. Daraus haben wir seit den 80er Jahren eine ganze Stadt gemacht, mit den meisten Arbeitsplätzen in der Region. Eine tolle Erfolgsgeschichte. Universität Ulm, An-Institute und Forschungseinrichtungen der Wirtschaft arbeiten in unmittelbarer Nachbarschaft und bieten viele anspruchsvolle Arbeitsplätze. Hier entsteht Zukunft. Telekommunikation, IT und Software sind in der Wissensgesellschaft unverzichtbar. Das Netzmanagement Center der Telekom hält bundesweit den Datenverkehr in Fluss. Im Jahre 2008 gingen an die Universität Ulm gleich zwei Leibniz-Preise, der höchst dotierte Deutsche Wissenschaftspreis. Andere sind größer, wir sind exzellent. Nicht zu vergessen die beiden Hochschulen in Ulm und Neu-Ulm mit zahlreichen Transferzentren. Wissen fließt so auf schnellstem Wege in die Entwicklung neuer Produkte ein. Mehr denn je zählt der Wettbewerbsvorsprung. VTEC ist ein Spin-off der Universität Ulm. Gründerverbund, wissenschaftliche Zusammenarbeit, die Hochschulen, gut ausgebildete Mitarbeiter – das sind Gründe, warum wir hier in der Wissenschaftsstadt sind. Wer in der Innovationsregion Ulm startet, der startet aus der Pole Position. Punkt. Übrigens, auch das Business-Umfeld stimmt. Top-Designer, Agenturen, Ingenieurdienstleister, Berater – alles ist vor Ort. Und das Highlight kommt von den Kommunalverwaltungen. Baugenehmigungsverfahren dauern hier nur 4 Wochen. Na bitte. Die Studien der Prognos AG bestätigen es schwarz auf weiß. Diese Region ist für die Zukunft optimal gerüstet. In vielen Rankings ist die Innovationsregion Ulm ganz weit oben zu finden. Na denn, sind Sie fit? 768 Stufen und Sie sind ganz oben. Beste Aussichten und Top-Perspektiven, soweit das Auge reicht. Wir sind die Innovationsregion Ulm. Und wir freuen uns auf Sie.